Minute höre ich gerade. Läuft, Max läuft. Okay, lass mal laufen. Die äußeren Bedingungen zum 15. großen Preis dieser Formel 1 Saison 1977 sind, wie Sie vielleicht selbst sehen, nicht die allerbesten. Hier in Watkins Glen hat es heute den ganzen Vormittag leicht geregnet. Die Strecke ist feucht und eben in diesem Moment setzt der Regen wieder ein, nachdem es eine ganze Weile so ausgesehen hatte, als könnten wir ein trockenes Rennen erleben. 26 Fahrzeuge stehen bereit, alle mit Regenreifen bestückt. Und im Grunde zweifelt niemand mehr daran, dass Niki Lauda, der Österreicher, hier seinen zweiten Weltmeistertitel erringen wird. Nicht deshalb, weil man ihm zutraut, dass er den einen Punkt, den er noch braucht, hier erreichen wird. Das wäre also mindestens sein sechster Platz. Sondern auch deshalb, weil die Aufgabe für Jody Scheckter, seinen einzigen direkten Konkurrenten, übermächtig ist. Scheckter müsste alle drei noch ausstehenden Rennen gewinnen und schon hier in Watkins Glen würde er es sehr schwer haben. Er steht nur auf der 9. Startposition. Damit sind wir bei den Trainingsergebnissen. Erster und Trainingsschnellster war James Hunt, der Engländer. Weltmeister des letzten Jahres auf dem McLaren und neben ihm, das ist die große Überraschung und die große Freude wahrscheinlich für die deutschen Formel 1 Fans, Hans Stuck mit der zweitbesten Trainingszeit. Hans Stuck in der ersten Startreihe, das hat es seit 16 Jahren nicht mehr gegeben, dass ein deutscher Formel 1 Pilot aus der ersten Reihe ins Rennen geht. In der zweiten Reihe der Teamkollege von Stuck, John Watson, auf dem Hundertstel langsamer als Hans. Neben Watson in der zweiten Reihe dann Mario Andretti, der Lotus-Pilot, der Sieger von Monza, dem letzten Formel 1 Rennen in dieser Saison. Dritte Startreihe, fünfter Platz für Ronnie Peterson auf dem Tyrrell. Das ist sehr gut für ihn. Die Tyrrells sind in dieser Saison bisher wenig überzeugend. Neben Peterson Carlos Reutemann aus Argentinien, Ferrari. Im Moment werden die Slicks, die immer noch bereit lagen, wieder zurück in die Boxen gerollt. Es steht endgültig fest, dass wir ein Regenrennen haben werden, dass die Fahrzeuge regenbereift auf die ersten Runden gehen werden. Siebter Trainingsplatz für Niki Lauda. Das ist nicht besonders gut für ihn, aber man dürfte ihm dennoch zutrauen, dem kühlen Rechner, dem besonnenen Fahrer, dass er auf einen der ersten sechs Plätze kommt. Er sagt allerdings, dass die Unterstützung im Ferrari-Team seit seiner Kündigung, er geht ja bekanntlich im nächsten Jahr zu Brabham, dass die Unterstützung im Ferrari-Team merklich nachgelassen hat. Man hat sich nicht mehr sehr viel zu sagen. Ein Zeichen auch für die nachlassende Unterstützung ist, heute Nacht wurde der Lieblingsmechaniker und Chefmechaniker des Ferrari von Niki Lauda entlassen. Lauda ist sehr empört darüber. Er versucht, Mechaniker Kuogi mit zu Brabham zu bekommen und er überlegt sich, ob er die noch kommenden Formel 1 Weltmeisterschaftsläufe in Kanada und in Japan unter diesen Bedingungen noch fahren wird. Die Fahrzeuge nun auf einer Warm-up-Runde. Die
Reifen sollen etwas auf Betriebstemperatur gebracht werden. Den Fahrern soll Gelegenheit gegeben werden, sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Eine Runde also für die 26 Piloten. Dann erst erfolgt der eigentliche Start. Niki Lauda also in siebter Startposition. Ich habe bisher noch nicht Jochen Maas erwähnt. Jochen Maas ist 15. Er hatte Pech bisher im Training. Er hatte am Freitagmorgen einen Kühlwasserschaden. Sein Kühler war gebrochen, er verlor Kühlwasser. Dann am Nachmittag blockierte er ein Gaspedal. Er kam nicht auf gute Zeiten und geht so weit hinten ins Rennen. Am Start stehen blieb noch der Copazuca von Fittipaldi, aber er hat noch die Möglichkeit, eine Runde nachzufahren, aufzuholen und noch aufzuschließen, denn die Fahrzeuge verharren zunächst noch einmal am Start, ehe sie dann endgültig ins Rennen geschickt werden. Die Strecke 5,434 Kilometer lang. Insgesamt werden 59 Runden gefahren. Der Rundendurchschnitt liegt bei trockenem Wetter bei etwa 195 Kilometer in der Stunde. Damit Sie in etwa einen Eindruck von den Geschwindigkeiten haben, die hier bei trockenem Wetter gefahren werden können. Bei Regen natürlich um 15 bis 20 Sekunden langsamer pro Runde. Im Total also 320,6 Kilometer sind zurückzulegen. Vorn Watson und Stuck in der ersten Startreihe. Stuck hat die Chance in seiner bisherigen Formel 1 Karriere besser denn je abzuschneiden, auf die ersten sechs Plätze zu kommen oder sogar zum ersten Mal ein Formel 1 Rennen zu gewinnen. Die Fahrzeuge nähern sich nun ihren Startpositionen. Der Regen geht heftiger nieder. Wie ich eben höre, alle Fahrzeuge mit Regenreifen, mit Ausnahme von John Watson, dem Teamkollegen von Hans-Joachim Stuck, der in der zweiten Reihe startet. Wenige Sekunden bis zum Start. Start ist erfolgt. Stuck am besten weggekommen. Stuck vor Hans. Wer nimmt als erster die Rechtskurve? Stuck vor Hans. Stuck in Führung. Jochen Maas müsste das im Hintergrund gewesen sein, der über den Randstreifen hinausgefahren ist. Ja, das war er. Vorn Hans-Joachim Stuck vor James Hunt. Unruhig die Fahrzeuge, sehr nass die Piste. Passieren die erste Schikane, ein etwas schwieriger Streckenteil. Hans-Joachim Stuck in Führung. Seit dem Grand Prix von 1975, dem bösen Grand Prix, in dem Rolf Stommelen zunächst führte, dann seinen Unfall hatte, bei dem vier Menschen ums Leben kamen, seit diesem Grand Prix zum ersten Mal wieder ein deutscher Fahrer in Führung. Stuck hat natürlich bei diesem Wetter als führender Fahrer die besten Voraussetzungen. Niemand spritzt ihm Wasser ins Cockpit. Sehr unruhig hier, Lafitte auch. Eine schnelle Rechtskurve hier auf diesem Streckenteil. Niki Lauda bereits aufgeholt, bereits in dritter oder vierter Position. Andretti,
Reutemann ist das. Pettersson, Lauda. Die letzte Rechtskurve vor Start und Ziel, Stuck. Dann Hans Retti, die Reihenfolge. Reutemann ist Vierter. Fünfter Pettersson, Sechster Lauda, Siebter Schächter, Lafitte. Und dann die anderen. Im Moment ist es nicht möglich, die genaue Position von Jochen Maas herauszufinden, aber er befindet sich im mittleren Teil des Feldes. Stuck legt ein enormes Tempo vor, versucht Abstand zu gewinnen zu Hand und zu Andretti. Stuck, von dem bekannt ist, dass er gerne bei Regen fährt, dass er ein guter Regenfahrer ist. Großartig der Start des 26-jährigen Greinauers, der hier die Möglichkeit hat, zum ersten Mal in seiner Formel 1-Karriere einen großen Preis zu gewinnen. Ein Abwärtsteil mit einer langgezogenen Rechtskurve nun. Sehr unruhig die Fahrzeuge immer noch. Der Regen hat noch nicht aufgehört. Stuck, der slidet, wie er driftet, aber er beherrscht sein Fahrzeug. Durch eine Senke und eine schwierige Linkskurve, in der sehr viel Reifenabrieb schon im Training war und in der sich Hand im Training drehte. Spitze unverändert, Stuck vor Hans und Andretti. Zweite Runde. Hans-Joachim Stuck weiterhin in Führung. Vor James Hans. Immer noch Weltmeister, vielleicht nur noch bis heute. Jochen Maas sehe ich eben bei Start und Ziel vorbeifahren. Es sieht so aus, als hätte er einige Plätze gut machen können. Bereits größer der Abstand an der Spitze. Es ist schwierig, in den Gichtwolken der vorausfahrenden Piloten zu fahren. Die Sicht wird genommen, das Visier beschlägt sich. Hans Stuck hat im Moment zweifellos die besten Bedingungen. Reihenfolge nach der zweiten Runde, Stuck vor Hans, dann Andretti, Reutemann, Schächter, Pettersson zurückgefallen, Lauda Siebter, Jochen Maas ist Zwölfter, also drei Plätze auf seinen Startplatz bereits gut gemacht. Also vorhand, Stuck mit einem blendenden Start, den Vorteil, den Hans hatte, wettgemacht. Hans, der bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr eine Pole-Position innehatte, aber daraus bisher nur einen Sieg machen konnte, nämlich den von Silverstone in seinem Heimat-Grand Prix. Stuck hatte im Training einige Probleme. Am Freitag brach ihm die Lenkung, dann arbeiteten seine Mechaniker nicht ganz korrekt, ein Rad war nicht richtig befestigt, ein Getriebegehäusebruch. Umso überraschender und erstaunlicher die gute Startposition von ihm. Die ersten drei bereits abgesetzt, Reihenfolge unverändert. Stuck zum ersten Mal in der Führungsposition in einem Weltmeisterschaftslauf
der Formel 1. Das Abwärtsstück mit der langgezogenen Linkskurve, dann folgt die Rechtskurve wieder aufwärts und dann nähern sich die Fahrzeuge bereits wieder Start und Ziel, um die vierte Runde zu beenden. Maas in der Zwischenzeit weiter nach vorne gekommen, nimmt in der Zwischenzeit Rang 11 ein. Hier ein Fahrzeug von der Strecke abgekommen in der Schikane. Es ist im Moment nicht zu erkennen, um welches Fahrzeug es sich handelt. Kann ein Shadow sein. Es ist Alan Jones auf dem Shadow, der Sieger von Zeltweg vom Großen Preis von Österreich. Außer also für den Australier Alan Jones, den Sieger vom Großen Preis von Österreich. Stuck in Führung, dahinter in gleichbleibendem Abstand James Hunt. Stuck slidet, fährt quer, das liebt er, das kann er, das hat er im Tourenwagensport gelernt. Maas bereits in achter Position am Ziel vorbeigekommen. An die Boxen fährt Vittorio Brambilla. Sie sehen, er hat sich die Nase verbogen, er hat Kontakt gehabt, entweder mit einem mitfahrenden Konkurrenten oder mit einer Leitplanke. An den Boxen Vittorio Brambilla auf Surtis. Der, ich habe es vorhin bereits erwähnt, dieses Rennen eigentlich gewinnen müsste, in der Zwischenzeit auf dritter Position. Scheckter an Reutemann vorbei. Die Reihenfolge auf den ersten Plätzen. Stuck vor Hand, Andretti, Scheckter, Reutemann, Pettersson, Lauda siebenter, Maas achter. Ganz erstaunlich die Leistung von Jochen Maas, der sich in der Zwischenzeit auf vier Runden vom 15. auf dem 8. Platz verbessern konnte. Watkins Glen, bisher ein Grand Prix mit außerordentlich guten Leistungen der deutschen Fahrer. Schwierigkeiten für Hans-Joachim Stuck gerade, aber er korrigiert. Weiterhin im Front. Sie sehen die Gischtwolken, die die breiten Hinterreifen aufwirbeln, die es den nachfolgenden Fahrern schwer machen. Aufwärtsteil durch die Schikane, ein nicht einfacher Teil, besonders deshalb, weil hohe Bordsteine diese Schikane begrenzen. Wer dagegen fährt, kann sich leicht einen Teil der Aufhängung verbiegen. Das kann das Aus bedeuten. Stuck muss gleichzeitig vollfahren, um vorne zu bleiben. Gleichzeitig aber vorsichtig, um diesen guten Platz, den er zum ersten Mal in seinem Leben in einem Formel 1 Rennen hat, zu behalten. Der einzige Pilot, der im Rennen mit Trockenreifen fährt, also mit profillosen Slickreifen, ganz klar weit zurückgefallen, im Moment auf dem 24. Rang. Hier der dritte, Mario Andretti,
auf Lotus. Andretti, der ja lange Zeit als Nachfolger von Lauda bei Ferrari im Gespräch war, der aber sich jetzt endgültig entschlossen hat, doch bei Lotus zu bleiben. Stuck kommt zum sechsten Mal als führender Fahrer am Start und Ziel vorbei. Zweiter Hans, dritter Andretti. Jetzt heißt es, ruhig Blut bewahren für den 26-jährigen, hochaufgeschossenen Formel-1-Piloten. Jochen Maas hat einen weiteren Platz gut gemacht, liegt im Moment an siebter Position, hat auch Pettersson überholt. Großartig die Leistung auch von Jochen Maas. Kämpft natürlich hier nicht nur um seinen ersten Sieg in einem Formel 1 Rennen, sondern er kämpft auch um seine Reputation. Mit Lauda, der zum Saisonende nach Subrebem wechselt, kommt ein neuer Pilot ins Team. Man geht davon aus, dass Stuck das Steuer für Lauda am Brebem freimachen muss. Und es kursieren hier Gerüchte, dass Bernie Ecclestone, der Teamchef von Brabham, gesagt hat, Hans Stuck, wenn du dieses Rennen hier in Watkins Glen gewinnst, dann hast du noch eine Chance, bei Brabham zu bleiben. Denn John Watson soll bisher seinen Vertrag bei Brabham noch nicht unterschrieben haben. Aber wie gesagt, das sind Gerüchte. Wahrscheinlicher ist, dass Stuck in den nächsten Tagen bei Shadow unterschreiben wird. Es wird noch von Gesprächen geredet, die mit einem sehr prominenten Rennstall geführt werden, mit Gesprächen von Walter Wolf und Hans-Joachim Stuck. Wolf will eventuell im nächsten Jahr einen zweiten Wagen neben Scheckter einsetzen und für diesen zweiten Rennwagen soll Hans-Joachim Stuck in Frage kommen. Bramilla immer noch an den Boxen. Der Italiener geht ohne Fronthaube wieder ins Rennen. Abstand auf Hand, gleichbleibend, aber Mario Andretti in der Zwischenzeit etwas zurückgefallen. Ein weiterer Ausfall, ein weiterer Fahrer, der die Leitplanke touchiert hat mit der Nummer 14, das ist Danny Anguet. Sein erster Grand Prix war nur von kurzer Dauer. Ein Hawaiianer, der in Kalifornien lebt und der hier sein Formel 1 Debüt gab. Ronnie Peterson. Hinter ihm Clay Regazzoni. Regazzoni versucht, an Pettersson vorbeizukommen. Sie ist ein Kampf auf dem 8. und 9. Platz. Jetzt hat es Regazzoni geschafft, ist 8. Pettersson weiter zurückgefallen, nachdem er gut gestartet war. Draußen immer noch leichter Regen. Es sieht nicht so aus, als würde die Strecke in nächster Zeit abtrocknen. Angers in dieser Kurve gedreht, in der bereits James Hunt im Training rausrutschte. Jochen Maas weiterhin
siebter, davor Niki Lauda, jetzt auf dem sechsten Rang, auf dem Rang, auf dem er einen Punkt erreichen würde und der ihm reichen würde, um in diesem Jahr zum zweiten Mal in seiner Karriere Weltmeister zu werden. Stuck, Hans-Joachim Stuck in Führung. Der Brabham, Sie sehen, es liegt sehr tief. Und bei jeder Welle, die hier die Piste aufweist, schlägt er mit dem Heck aus dem Boden Funkensprühen heraus. Ein McLaren an den Boxen ausgefallen. Jochen Maas steigt aus seinem Wagen aus für den Kölner Jochen Maas nach einer großartigen Leistung in den ersten 8 Runden. Pech für ihn. Pech wie schon im Training. In siebter Position, nachdem er sich prächtig nach vorne gearbeitet hatte, aus der 8. Startreihe, nun das Aus für Jochen Maas. Sie sehen, wie schlecht die Bedingungen für die Fahrer sind. Hier die längste Gerade des Kurses, etwa 800 Meter lang. Die Geschwindigkeiten bei trockenem Wetter hier, 280 Kilometer in der Stunde. Jetzt gut 30 oder 40 Kilometer, Stundenkilometer langsamer. John Watson geht an die Boxen. John Watson hat wahrscheinlich eingesehen, dass er mit Slicks, dass er mit Trockenreifen nicht weiterkommt. Sie sehen es, hier werden die Reifen gewechselt. Er versucht das noch einmal, wahrscheinlich mit Regenreifen. Aber aus für den Iren, der in dieser Saison schon so großartige Leistungen geboten hat und der auch schon so viel Pech in dieser Saison hatte. 7-mal startete er bisher aus der ersten Startreihe. Kein Sieg, nicht ein Sieg sprang dabei heraus. Blitzschnell vom Brabham-Team die Reifen gewechselt. Mit Regenreifen jetzt John Watson wieder auf dem Kurs. Er muss noch ein, zwei Runden verhalten fahren, bis die Reifen etwas angewärmt sind und besser greifen. Hier im Bild der zweite Brabham, Hans Stuck weiterhin in Front. James Hunt bleibt in etwa gleichem Abstand dahinter. Scheint dieser Kurs hier von Watkins Glen zu liegen. Er fuhr bereits im letzten Jahr ein großartiges Rennen. Hier ein Hilfsfahrzeug auf dem Kurs, das den Wagen wahrscheinlich, ist es der von Alan Jones entfernt, Zeichen deshalb von den Streckenposten für die Fahrer, vorsichtig zu fahren, aufzupassen. Kein Problem im Moment für Hans-Joachim Stuck. Der Wagen läuft ausgezeichnet, er kann seinen Vorsprung auf James Hunt mühelos, so sieht es wenigstens aus, halten. Im Bild war eben einmal Alex Ribeiro, der Brasilianer, bereits eine Runde zurückliegend. Reihenfolge nach 10 Runden. Weiterhin vorn Hans-Joachim Stuck, der jetzt an Ribeiro vorbeigeht. Fair macht der Platz. Zweite Position James Hunt. Dritter die Nummer 5 Mario Andretti. Vierter Jody Scheckter Südafrika auf dem Wolf. Ich sagte es bereits mehrmals, er müsste eigentlich hier gewinnen, um seine minimale Chance auf die Weltmeisterschaft noch wahren zu können. Dann fünfter Carlos Reutemann, sechster Niki Lauda,
Clay Regazzoni auf dem 7. Rang, Pettersson 8. und Gunnar Nilsson 9. Mit der Nummer 26 Jacques Lafitte auf dem 12-Zylinder Ligier Matra auf dem 10. Rang. Aus leider für Jochen Maas in der 8. Runde. Wir hoffen noch, dass wir erfahren, welchen Ausfallgrund er hatte. Das ist Carlos Reutemann, der 5. Platzierte im Rennen, unmittelbar hinter ihm Niki Lauda. Wenn Lauda diese Position halten kann, ist er Weltmeister. Hier ein Dreher. Das ist ein Ferrari, aber es ist nicht Lauda, es ist Reutemann. Reutemann verliert einen Platz. Lauda kommt durch diesen Dreher von Carlos Reutemann auf den 5. Rang. Ein Platz besser schon, als er eigentlich muss. Elf Runden insgesamt jetzt gefahren. Immer noch führt der Deutsche Hans-Joachim Stuck. Die Chance, seinen ersten großen Preis zu gewinnen, nie größer als in diesem Rennen. Hier noch einmal die Zeitlupe dieses Drehers von Carlos Reutemann. Geschickt fängt er den Wagen ab und touchiert nicht einmal mit der Leitplanke. In dieser Phase sahen Sie genau, wie ein Formel-1-Pilot sein Fahrzeug auch unter schwierigen Bedingungen noch beherrscht. Diese Ecke, diese Linkskurve, in der, ich sagte es bereits, sehr viel Reifenabrieb auf der Strecke ist, äußerst gefährlich. Ein Dreher von Hans im Training. Ange, der unerfahrene Amerikaner, rutschte hier hinaus. Und nun auch Carlos Reutemann. Stuck, ich deutete das an, fuhr auch im letzten Jahr hier in Watkins Glen ein sensationelles Rennen. Diese Strecke scheint ihm zu liegen. Er hatte beim Start einen Kupplungsschaden, kam noch als Vorletzter vom Start und wurde am Schluss 5. Er arbeitete sich damals Runde um Runde nach vorn, überholte Leute wie Nilsson, Andretti, Watson und Regazzoni, damals noch auf Ferrari, und belegte einen 5. Rang. Hier also in diesem Jahr noch besser läuft es bisher für Hans-Joachim Stuck. Zweitbeste Trainingszeit hier in Führung. Die Kamera unserer amerikanischen Kollegen scheint hier zu beschlagen. Die Fernsehleute arbeiten natürlich auch bei dieser Witterung unter erschwerten Bedingungen, genauso wie die Fahrer. Okay, fine. Durch verschiedene Witterungseinwirkungen gelitten, sodass die Fahrzeuge hier herbe und harte Schläge auszuhalten haben. Reihenfolge nach 12 Runden: Stuck, Hans, Andretti, Scheckter, 5. Lauda, 6. Reutemann, 7. Regazzoni, 8. Pettersson, 9. Nilsson, 10. Lafitte. Hans-Joachim Stuck hat keine Möglichkeit mehr,
auf den vorderen Plätzen der Weltmeisterschaftswertung einzugreifen. Er liegt im Moment auf dem 10. Rang des Weltmeisterschaftsklassements. 12 Punkte hat er sich bisher herausfahren können. Dies hier in Watkins Glen ist sein 46. Grand Prix, sein 46. Formel 1 Weltmeisterschaftslauf. Langsam aufzuregnen. Hier der Surtees von Brambilla und Watson jetzt mit Regenreifen deutlich schneller. Brambilla, das Raubein aus Italien, ohne Frontverkleidung. Es macht ihm nichts aus. Er ist ebenfalls ein guter Regenfahrer, gewann 1975 den Großen Preis von Österreich, bisher sein einziger Grand Prix-Sieg im Regen. Und als er durchs Ziel fuhr, nahm er beide Hände vom Steuer, um sie hochzureißen. Das Fahrzeug brach nach der Seite aus und rutschte gegen die Leitplanken. Im Ziel also demolierte er noch seinen Wagen. Typisch für den Italiener, den niemand gern hinter sich hat. Ein Blick in den hinteren Teil des Feldes. Hans-Joachim Stuck vorne greift jetzt wieder einen überrundeten Fahrer an. Vor Stuck, voll in der Gischtwolke, nun Brett Langer. Das wäre natürlich eine Möglichkeit für James Hunt, etwas näher heranzukommen. Jetzt aber Stuck am ersten vorbei. Der zweite Surtees von Hans Binder, fair vorbeigelassen, fair aufgemacht für Stuck, der seine Führungsposition weiterhin behalten kann. Und ein Dreher von Hans-Joachim Stuck. Stuck raus, touchiert die Leitplanke. Das dürfte das Ende des Brettens sein. Oh, Pech für den Hans. Nachdem er lange Zeit so beherrscht, so großartig fuhr, nun in dieser langgezogenen Bergab-Rechtskurve ein Dreher von Hans-Joachim Stuck. Jawohl, er steigt aus, er hat den Kurs gelöst, steigt aus dem Fahrzeug. Pech für den langen Greinauer. Es hat nicht sollen sein, das Fahrzeug, hier sehen Sie noch einmal die Zeitlupe. Er überzieht etwas, versucht noch zu korrigieren, bekommt das Fahrzeug aber nicht mehr in den Griff. Und gegen die Fahrtrichtung touchiert er die Leitplanke. Nicht stark, aber das dürfte genügen, um die Aufhängung so zu verbiegen, dass dann ein Weiterfahren nicht mehr möglich ist. Nichts passiert dem langen Hans, der sich nun zu Fuß an die Boxen aufmachen wird. Wie ich ihn kenne, wird er sauer sein, sehr sauer sein. So nah war er seiner bisher besten Platzierung in einem Weltmeisterschaftslauf der Formel 1. Hier Hans-Joachim Stuck in Führung, nun James Hunt, der Weltmeister von 1976. Beide deutsche Fahrer also nun aus dem Rennen. Die Frage ist nun nur noch, wird Niki Lauda sein Rennen beenden? Er hat im Moment die vierte Position.
nachdem Stuck ausgefallen ist. Die vierte Position würde ihm zu 3 Weltmeisterschaftspunkten verhelfen. Und das reicht, um definitiv, praktisch und theoretisch Weltmeister 1977 zu werden. Nilsson, der Schwede auf dem zweiten Lotus, der Teamkollege des an zweiter Stelle liegenden Mario Andretti, ebenfalls ausgeritten, ins Grüne, abgeglitten, Hans-Joachim Stuck hier im Laufschritt, aus auf für den zweiten Lotus-Piloten in der 18. Runde, Gunnar Nilsson, der außen versuchte an Ronny Pettersson vorbeizukommen. Das gelang ihm nicht bei diesen schwierigen Streckenverhältnissen. Ein kühnes Unterfangen. Hier noch einmal die Zeitlupe. Nilsson greift hier an. Im Hintergrund Jacques Lafitte. Außen versuchte er an Pettersson vorbeizukommen. Kommt auf das Gras. Die Reifen greifen nicht mehr richtig. Rückwärts rutscht er in die Leitplanke. Ja. 30 Runden sind beendet und mit Ian Ashley Nummer 25 auf dem Heskes ein neuer Ausrutscher in diesem Rennen. Unverändert die Spitze. James Hunt führt mit ungefähr 15 Sekunden Vorsprung vor Mario Andretti. Dritter ist Jody Scheckter und dann folgt auf dem vierten Platz der wahrscheinliche Weltmeister des Jahres 1977 in der Formel 1, Niki Lauda. Im Moment ist Hans-Joachim Stuck zu uns in die Kabine gekommen, er ist wahrscheinlich zu Fuß an der Strecke entlang zurück zu den Boxen gegangen. Hans, wie kam es zu diesem Ausrutscher, wie kam es zum Ausscheiden? Ja, ich habe ein unglaubliches Pech gehabt, denn in der dritten Runde des Rennens ist bei mir das Kupplungsseil abgerissen. Das heißt, ich musste dann die letzten Runden, die ich gefahren bin, ohne Kupplung fahren, das heißt, schalten ohne die Kupplung zu bedienen. Und das ging natürlich sehr auf die Gangräder, das war ja klar, man kann ja nicht verlangen, dass ein Zahnrad das aushält. Und dann beim Raufbeschleunigen an dem Hügel ist mir der Gang herausgesprungen und dadurch hat sich der Dreher eingeleitet. Das war also schon ein verdammtes Pech. Das ist natürlich ein Mordspech, denn so gut waren sie noch nie in einem Rennen gelegen. Die beste Trainingsposition, die sie bisher je inne hatten, und auch die beste Position in einem Rennen. Sie hatten einen Bombenstart, sie konnten gleich James Hunt überholen. Haben Sie sich für den Start was Besonderes einfallen lassen? Ja, ich bin heute Nacht schon im Traum ungefähr dreimal gestartet und habe das alles durchprobiert, wie man das machen könnte im zweiten Gang, im dritten Gang. Und habe mich dann entschlossen, im dritten Gang zu starten, was auch sehr wichtig war. Denn die Räder haben sofort gegriffen und da der Alpha-Motor ein sehr gutes Drehmoment hat, konnte ich sofort voll wegbeschleunigen. Meine Rechnung ging auf und auch konnte ich James Hunt sehr gut kontrollieren. Ich habe dann etwas langsamer gefahren, absichtlich, weil es stellenweise trocken war auf der Strecke, um nicht die Vorderreifen kaputt zu machen, nicht einen Boxenstopp riskieren zu müssen. Und wie gesagt, dann ist eben passiert. Der Kupplungsschaden, der sich bei Ihnen schon relativ früh eingestellt hat, war eigentlich hier auf dem Bildschirm kaum sichtbar. Sie könnten, wie Sie selbst sagten, Hand ganz gut kontrollieren. Hatten Sie aber in dem Moment schon die Hoffnung aufgegeben, das Rennen eigentlich gewinnen zu können? Ja, wie Sie vielleicht ja wissen, im letzten Jahr bin ich das Rennen ja auch ohne Kupplung gefahren. Aber wir hatten im letzten Jahr nur 5 Gänge und einen weniger starken Motor für den Ford-Motor. Und hier muss ich pro Runde ungefähr 31 oder 32 Mal schalten. Und das kann ein Getriebe beim besten Willen nicht aushalten. Ich wusste eben schon nach der dritten Runde, wie die Kupplung in den Keller gefallen ist, dass das Rennen für mich sicherlich nicht zu Ende gehen wird. Schade also, dass Sie unter diesen Umständen ausschalten mussten. Es wäre schön gewesen, wenn nach langer, langer Zeit wieder einmal ein Deutscher einen Formel 1 Weltmeisterschaftslauf gewonnen hätte. 1975 war es ja.
Jochen Maas, der diesen Unglücks-Grand Prix von Barcelona gewann, der zur Hälfte nach dem schrecklichen Unfall von Rolf Stommelen abgebrochen wurde. Aber das kann man eigentlich nicht zählen. 1961 war es das letzte Mal Graf Berge von Trips, dass ein Deutscher einen Weltmeisterschaftslauf für Formel 1 gewinnen konnte. Sind Sie sehr enttäuscht, Herr Stuck? Ja, unglaublich. So enttäuscht bin ich noch nie in meinem Leben, ganz sicher. Trotzdem Glück für die nächsten Rennen. Weiß man etwas Neues, was Ihre Verpflichtung fürs nächste Jahr angeht? Ja, es wird sich wahrscheinlich heute Abend etwas entscheiden. Wenn nicht heute Abend, dann mit Sicherheit in der nächsten Woche. Und ich kann allen, die am Fernseher sitzen, zur später Stunde noch versprechen, dass ich im nächsten Jahr mit Sicherheit in einem Top-Auto in der Formel 1 mit dabei bin. Gut, das wird viele Formel 1-Freunde trösten. Vielen Dank, Hans Jörn Stück. Von 59 Runden sind gefahren. Im Bild James Hunt, der nach dem Ausfall von Hans-Joachim Stuck weiterhin die Führung hat. Hunt hat einen Vorsprung von 17 Sekunden auf Mario Andretti, der an zweiter Stelle liegt. Dritter mit weitem Abstand, Jody Scheckter, 57 Sekunden zurück. In vierter Position Niki Lauda, der Österreicher, der, wenn er diese vierte Position halten kann, woran eigentlich nicht zu zweifeln ist, hier in Watkins Glen seinen Weltmeistertitel für 1977 festigen kann. Die Strecke in der Zwischenzeit wieder etwas abgetrocknet, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass die Fahrer auf diesen letzten Runden noch einmal an die Boxen kommen, um die Reifen zu wechseln. Weiterhin alle Fahrer mit Regenreifen unterwegs. Im Bild Mario Andretti auf dem Lotus Nummer 5 in zweiter Position. Die Positionen haben sich so weit gefestigt, dass kaum noch mit wesentlichen Überholvorgängen zu rechnen ist. Lauda fährt auf seinem vierten Rang ein unauffälliges Rennen, beständig und berechnend, wie er das schon die ganze Saison über getan hat. Er braucht nur einen Punkt, um hier Weltmeister 1977 zu werden. Er holt 3, wenn er Vierter bleibt, und das reicht ihm. Jody Scheckter, der einzige Konkurrent, der ihm noch hätte gefährlich werden können, liegt an dritter Stelle. Er wird nicht mehr gewinnen können. Somit auch von dieser Seite keine Gefahr für den Österreicher. James Hunt fuhr ein bestechendes Rennen. Er hat fast das gesamte Feld überrundet. Nur noch 5 Fahrer befinden sich in einer Runde. Die ersten 5, Hunt, dann Andretti, dann Scheckter, dann Lauda und Regazzoni, der auch in dieser Runde von Hunt überrundet wurde. 4 Fahrer also nur noch in einer Runde. Hier der führende James Hunt, der im letzten Jahr mit nur einem Punkt Vorsprung die Weltmeisterschaft vor Lauda gewinnen konnte. James Hunt hier in der 58. Runde, in der 58. und vorletzten Runde. Hier die lange Gerade und der zweite Mario Andretti.
Hans und oben in der Kurve Mario Andretti. Er scheint etwas auf Hans aufgeholt zu haben. Die Frage ist natürlich, hat Hans einen Defekt oder kontrolliert er das Rennen, will überhaupt nicht mehr riskieren auf den letzten Runden. Schwierigkeiten mit der Kamera offensichtlich hier. Es bleibt abzuwarten, wie viel Hans auf den aufkommenden Mario Andretti verliert. Der Abstand schon wesentlich kürzer. Hans, Pettersson und dann Andretti. Andretti im Nacken von Hans. Das Rennen in diesen letzten Runden spitzt sich noch einmal zu. Kampf um die Spitze. So etwa 200 Meter Vorsprung von Hans noch auf Andretti. James Hans muss einen Defekt haben. Wahrscheinlich eine Schwierigkeiten mit den Reifen. Unerwartete Spannung noch in der letzten Runde. Wird Hans dieses Rennen, das er nach dem Ausfall von Stuck in der 15. Runde bisher ungefährdet anführte, wird er es noch gewinnen können? Die lange Gerade. Vorn Hans, dahinter Andretti. Die weiteren Positionen sind klar. Dritter Scheckter, vierter Lauda. Hans und Andretti. Etwa die Hälfte der Runde ist nun zurückgelegt. Circa 2 Kilometer hat James Hunt noch zurückzulegen. Kann er dieses Rennen noch gewinnen? Niki Lauda, vierter. Etwa 30 Sekunden noch bis zum Ziel. Hunt ist noch vorn. Noch ist Hunt vorn. 1 Kilometer etwa noch bis zum Ziel an dieser Stelle. Keine Möglichkeit mehr für Mario Andretti vorbeizukommen. Die letzte Kurve vor dem Ziel. Hunt ist vorn. Dahinter Andretti. Hier die Zielgerade. Und hier das Abwinken für James Hunt. Mario Andretti, der aus mir bisher nicht bekannten Gründen in den letzten Runden, in den letzten 2 Runden fast, muss man sagen, noch fast bis zu Hans aufschließen konnte und fast 15 Sekunden gut machte, kam nicht mehr an James Hunt, dem Weltmeister des letzten Jahres, vorbei. Erster also der Brite James Hunt auf McLaren, zweiter Mario Andretti auf Lotus, dritter Jody Scheckter, der bisher noch nicht durchs Ziel gegangen ist. Und wenn Niki Lauda als vierter hier am Ziel eintreffen wird, dann steht fest, Niki Lauda ist nach 1975, in diesem Jahr 1977, zum zweiten Mal Weltmeister der Formel 1 geworden. Die Kamera verfolgt die Siegesfahrt von James Hunt. Wir warten am Ziel auf Niki Lauda. Zunächst auf Jody Scheckter, der hier auf die Zielgerade einbiegt, der also nicht gewinnen konnte. Und dann warten auf Niki Lauda, der mit seinem vierten Platz, den er hier eigentlich machen müsste. Hier kommt Niki Lauda. Niki Lauda über die Ziellinie. Vierter Rang für ihn und damit 3 Weltmeisterschaftspunkte. Zu den 69, die er sich bisher erkämpft hat, kommen 3 Weltmeisterschaftspunkte dazu. Das bedeutet insgesamt 72
Punkte in diesem Jahr in 15 Rennen und damit ist Niki Lauda von keinem Konkurrenten mehr einzuholen. Theoretisch und auch praktisch ist jetzt Niki Lauda 2 Rennen vor Ende dieser Saison Weltmeister 1977. Lauda hat das seiner Fahrkunst, ebenso seiner Beständigkeit und seinem Fleiß zu verdanken. Wie keiner kümmert er sich um sein Auto, wie keiner ist er in der Lage, ein Rennfahrzeug der Formel 1 abzustimmen, auf die Rennen vorzubereiten. Pech für die beiden deutschen Fahrer, für die es zunächst so gut aussah. Maas in der 8. Runde mit Motorschaden ausgeschieden. Maas, der seine letzte Saison im McLaren-Team bestreitet, der im nächsten Jahr zu ACS wechselt und der dann dort ein rein deutsches Team bilden wird. Noch größeres Pech für Hans-Joachim Stuck, der eine großartige Trainingszeit fuhr, von der zweiten Position ins Rennen ging und 15 Runden lang das Feld anführen konnte und dann durch einen Dreher ausfiel und um den Lohn seiner Mühen kam. Der 15. Grand Prix dieser Saison brachte bisher die wohl beste Leistung der deutschen Fahrer, obwohl es im Ergebnis nicht niedergeschlagen wird. Und der 15. Grand Prix brachte dieses Jahr auch den neuen Weltmeister mit dem Österreicher Niki Lauda.